Werbung an den besten Standorten der Stadt. Mit dem Branchenfenster von Ströer. Das ist Frau Sonntag. Als Floristin ist sie mächtig stolz auf ihren eigenen Blumenladen. Damit sich auch genügend Kunden an ihren Blumen erfreuen, schaltet sie regelmäßig kleine Werbeanzeigen in der Zeitung oder den gelben Seiten. Besonders beeindruckend findet sie aber die großen Werbeplakate, die an den Straßenseiten stehen. Frau Sonntags Anzeige in so einer Größe, das bleibt wohl ein Traum. Schließlich werben nur große Unternehmen so. Falsch gedacht. Für kleine Unternehmer wie Frau Sonntag gibt es jetzt etwas ganz Neues. Mit dem digitalen Branchenfenster können lokale Händler in ihrer Stadt ganz einfach auf sich aufmerksam machen. Die neuen großen Screens von Ströer zeigen einen spannenden Mix aus lokalen Nachrichten, dem Wetter und Informationen rund um regionale Händler und Dienstleistungen. So bleiben Bürger, Pendler und Besucher stets auf dem Laufenden. Platziert an den Top-Standorten der Stadt wirken die Screens besonders in Wartebereichen wie ein Aufmerksamkeitsmagnet. Das alles zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch wie genau wird Frau Sonntags Blumenladen Teil des Branchenfensters? Frau Sonntag entscheidet sich für ein Stadtteilpaket. Sie möchte vor allem in der Nähe ihres Ladens Kunden ansprechen. Ihre Anzeige ist dann jeweils für einen Monat auf einem Screen sichtbar und wechselt danach den Standort. So rotiert Frau Sonntags Motiv für mindestens ein Jahr zwischen allen Screens des Stadtteils. Der Vorteil? Durch die Dauer und Rotation ist eine häufige Sichtbarkeit garantiert. Bewohner bewegen sich konstant durch ihre Stadt. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Sport oder um die Kinder zur Schule zu bringen. Sie kommen dabei regelmäßig an den digitalen Screens vorbei. Hier wirken große Bilder, die im Gedächtnis bleiben, denn Menschen denken in Bildern. Dank des Branchenfensters schafft es Frau Sonntag so, ihren Laden in den Köpfen der Bewohner zu verankern und wird automatisch zum Stadtgespräch. Frau Sonntag ist begeistert. Seit sie auf dem Branchenfenster sichtbar ist, kommen viel mehr Kunden in ihren Laden. Sie wussten nicht, dass es ihren Laden in ihrer Nähe gibt und sind nun neugierig. Frau Sonntag überlegt, ihre Sichtbarkeit noch weiter zu steigern. Das geht ganz einfach, indem sie verschiedene Stadtteilpakete miteinander kombiniert und so ihre Botschaft gleichzeitig auf mehreren Screens laufen lässt. Das Beste? Dank digitalem Screen kann Frau Sonntag ihr Anzeigenmotiv unterjährig flexibel verändern. So weiß jeder, dass es in ihrem Blumenladen zum Valentinstag oder Muttertag ganz besonders tolle Angebote gibt. Sogar über besondere Öffnungszeiten informiert sie so ihre Kunden. Und falls Frau Sonntag nicht weiß, welches Motiv sie auf die großen Screens bringen möchte, kein Problem. Ströer unterstützt sie dabei, eine ansprechende Botschaft mit einem tollen Motiv zu erstellen. Träumen war gestern. Frau Sonntags Anzeigenmotiv gibt es jetzt in groß und digital. Sie wirbt an den besten Standorten in ihrer Stadt. So hat sie viele neue Kunden gewonnen und ist zum Stadtgespräch geworden. Das bleibt in ihrem Viertel nicht lange ungesehen. Viele befreundete Händler und Handwerker wollen nun auch einen Teil vom Erfolg abhaben und sind neugierig, wie sie auf das neue Branchenfenster von Ströer kommen. Sichern auch Sie sich Ihren Platz im Branchenfenster von Ströer. Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an uns.